Hallo Leute und willkommen zur ersten Staffel von Cube World. Und ich sag jetzt extra mal erste Staffel, weil wir werden das nämlich so machen, wenn wir uns alle drei einen neuen PC gekauft haben, dann spielen nämlich auch Tobi und Flori mit. Aber jetzt spiele ich erstmal alleine. Und ja, ich habe gerade einfach mal eine Staffel 1 Welt generieren lassen. Und dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt einfach mal an die Arbeit. Staffel 2 wird dann ungefähr so Ende September, Anfang Oktober wird dann Staffel 2 kommen. Solange spiele ich hier alleine und schlag mich durch die Cube World Welt. Ich habe jetzt mal die Klasse Warrior genommen. In der Staffel 2 werde ich auf jeden Fall die Klasse Rogue nehmen. Das steht nämlich schon fest, darüber haben wir uns schon unterhalten. So, da hinten haben wir noch so einen Busch. Was haben wir denn da? Das ist ein lieber Gnoboald. Weißt du? Oh, das sind Waschbär. Waschbär sind Brüder. Ich habe das Spiel nämlich schon mal mit einer anderen Figur gespielt. Auch mit einem Rogue. Also nicht mit einem Warrior, sondern mit einem Rogue. So wie ich in der Staffel 2 spielen werde. Und ja, da bin ich auch schon richtig gut. Dum di dum. Dum di dum di dum. Spinnnetz, so. Hier haben wir so ein Lager. Können wir uns ja mal richtig cool hinsetzen. Ich höre irgendwas. Da oben sind Hühner. Lass uns Hühner töten gehen. Wer will schon nicht mal Hühner töten? Oh, ein Pilz. Und da oben sind Herz. Nein, das ist Laub von den Blättern. Das ist aber neu, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Coole Sache. Dann sind zwei böse Mücken, aber die machen mir im Moment noch zu viel Damage, beziehungsweise ich mache denen zu viel Damage. Und das waren keine Hühner, das waren Hasen. Gönn dir! Vor allem jetzt habe ich zwei getrunken. Torben, du bist so dumm. Ich brauchte doch nur einen. Katte ich mir jetzt selbst eine. Verdammt. Ja, also genau. Die Folgen in der Staffel 1 werden immer 20 Minuten lang sein. Das heißt, ich mache jetzt lol. Ich höre irgendwas. Das heißt, ich werde einmal ganz kurz gucken. Entschuldigung für den kleinen Cut, da bin ich wieder. Fraps ist gerade abgeschmiert, also das liegt noch an Cubeworld. Das ist ja erst in der ersten Version in der Alpha-Phase und deswegen
bringt das manchmal halt Sachen zum Abstürzen, wenn man die, wenn man das minimiert oder so. Und ja, ich nehme jetzt schon 4 Minuten auf. Das heißt, sind es jetzt noch genau 15 Minuten. So, da hinten sehe ich, dass da welche kämpfen. Ein Magier, so wie es aussieht. Da mischen wir uns doch mal ein, aber vorher sammeln wir die Pilze auf. Oh, das sind zwei. Zwei Böse oder zwei Liebe? Okay, zwei Böse ist mir ein bisschen zu viel. Ein Schaf. Ein Schaf macht aber gut Damage, Leute. Da sind die Untoten wieder. Komm, wir wagen es einfach mal. Wir haben ja nichts zu verlieren. Alter. Der Magier macht Damage, Alter. What the f... Ich bin vergiftet. Da kämpfen lieber gegen Nornis. Alter, du überlebst das doch nicht. Muss ich dir helfen? Verdammt, jetzt kämpfe nur noch ich gegen die. Alter, ich hab die platt gemacht. So was von dem platt, du Typ. Keine Chance hatte die, ey. Ich will leveln. Da sehe ich Herzblumen. Und ein Busch. Her mit dem Holz. Da sehe ich noch einen Busch. Aber erstmal müssen wir leveln. Lol. Entschuldigung auch bei mir für die kleinen Lecks zwischendurch. Wie gesagt, Q-Ball ist in der Alpha. Das ist noch nicht so. Und, ja, ich meine, ich krieg bald auch einen neuen PC. Dann wird das Ganze auch stabil laufen. Da unten sehe ich einen Vogel. Vogel töten. Peacock. Peacock, bleib stehen, Peacock. Wow, ja, läuft bei dem. Läuft bei dem. Ich dachte schon, ein Vogel macht mich jetzt platt. Wo sind denn jetzt diese Gnobolde? Ich wollte die nochmal hinterher rennen und gucken, mit dem die sich so anlegen. Und damit ein paar XP davon snacken. Da oben sind sie, ich hab's gesehen. Ihr könnt mir nicht davon rennen. Hier seid ihr drüber gerannt. Da seid ihr. Oh Gott. Das sind Böse! Oh mein Gott. Das sind viele Böse. Mit denen lege ich mich nicht an. Habe ich das Gefühl. Da. Ja, mache ich schon nicht. Ah, das ist das gleiche, okay. Ich laufe dem hier einfach mal hinterher. Ne, der. Naja, die ist mir zu lahm. Da gehe ich lieber Alpaka. Was habe ich da unten gesehen? Guckt euch das an. Ja! Die sind lieb und die sind schnell. Mit dem machen wir bestimmt welche platt.
Aha. Ja, kommt. Wir müssen so Tiere. Schau mal ganz kurz auf die Karte. Da hinten geht's zu einer Burg und da geht's zu einem Dorf. Schon aufgeregt. Entschuldigung, Hand ausgerutscht. Der Baumstamm ist schwer. Guck mal. Oh, sorry. Na gut, wir sollten produktiv sein. Da ist ein Knobbold. Wollen wir mit dir reden? Ja, okay. I have my own house. Da, den haben wir schon mal getroffen, glaube ich. Ganz am Anfang. Guckt es euch an, wie er mit dem Baumstamm rennt. So, jetzt er weg. Herzblume. Spinnennetz. Herzblume. Laufen wir mal ein bisschen so in Richtung Dorf. Ja, so. Dann ist auch noch eine Festung, da ist noch eine Festung. Interessant, nicht? Hier können wir mal unsere Leben aufladen. Wenn man schlafen geht, dann lädt man nämlich seine Leben auf. Ja, komm, ich will jetzt schlafen. Ich. Geht doch. So, jetzt seht ihr unten und oben links meine Leben laden sich auf und die sind schon aufgeladen. Dann können wir weiter spazieren. Was ist das? Ein Ginseng? Ja, Ginseng, dann können wir uns eine Ginseng-Suppe machen. Drei Ginseng-Suppen. Ja, nice, Leute, nice. Ginseng-Suppe da. Sehr gut, und da habe ich welche gesehen. Oh, ich glaube, das sind Hexen. Wenn das liebe Hexen sind, ist das richtig geil. Wenn das böse, dann ist das richtig scheiße. Wenn wir denen jetzt so hinterherlaufen. Oh, okay, es sind böse. Dann sollten wir mal einen Bogen um die rumgehen. Die kämpfen! Die haben das etwas eiskalt platt gemacht. Und jetzt gehen sie baden. Okay. Dann sammeln wir lieber ein paar Herzblümchen. Ach so, genau. Wir wollten ja in die Richtung vom Dorf gehen. Da lang. Oh, da hinten sind welche. Bleibt stehen, ihr Viecher. Das sind Liebe und Tote. Geil. Guck mal, das ist eine Höhle, ihr lieben Untoten. Ach, das ist doch keine Höhle. Finde ich ein bisschen traurig. Aua! Eine Bumblebee! Untoten, helft mir! Wo seid ihr? Mich verfolgt so eine Bumblebiene. Die ist extrem rot stark. Soll ich mal versuchen? Oh Gott! Die kann fliegen. Aber so stark ist sie ja doch nicht. Da laufen wir mal kurz weg. Und jetzt kommt gleich der Skillshot. Das
Zack, weg ist er. Ey, und dann kommt ihr. Ihr wollt mich doch verarschen. Aber hier war doch ein Lager, dann brauche ich keinen Trank zu tranken. Ach, das ist mir zu weit weg. Da hab ich keinen Bock zu. Oh, hier haben wir eine Höhle entdeckt. Aua! Da ist eine Fledermaus! Seh sie nicht! Alter, mit dem Warrior komme ich nicht zurecht, Alter. Da muss. Also, erst recht nicht mit diesem komischen Schlag hier. Oh, was war denn das jetzt? Ich habe auch Iron Sword. Und ein Iron Shield. Kann ich das nochmal anders hin tun? Nee. Naja, dann gehen wir noch einmal ganz kurz in die Höhle. Wir können ja unsere Lampe anmachen. Hier, mit F geht das Ganze nämlich. Da ist wieder einer. Ihr habt doch keine Schnitte, Leute. Das ist eine Katze, die brauche ich nicht unbedingt anzugreifen. Nee, aber das ist ja schon nicht ganz so cool, dass wir gar kein Eisen gefunden haben oder sowas. Da hinten sind Kühe. Aber wie wir die Kühe töten, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.